Willkommen zurück zu Fortnite auf der Nintendo Switch. Heute gibt's eine Runde Scharfschützengefecht auf die Augen und Augen ist das richtige Stichwort, wie ihr sehen könnt, denn ich habe eine sehr wichtige Frage, die ich loswerden muss. Und zwar: Darf der Kevin Spiel kommen? Ich liebe diesen Filter. Habt ihr Bock, dass der Filter heute in den Stream reingerendert kommt? Schreibt es in die Kommentare. Ich liebe dieses Programm, Alter, wirklich. Ihr wisst, ich nutze ja so ein Programm in letzter Zeit, bei dem ich... so ein bisschen mein Gesicht filtere. Ähnlich wie bei Snapchat. Und es gibt da ja alle möglichen Filter. Es gibt Filter für Eier. Es gibt Filter für Kaninchen mit Rundbrille. Es gibt für alles Filter. Und da habe ich mich gerade mal umgeschaut und es gibt halt einen brandneuen Filter und zwar den Ohrenaugen, ja gut, jetzt nicht Ohrenaugen, aber den Schneckenaugenfilter würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Und das ist wirklich ein Highlight, denn ich bin immer wieder fasziniert, wie die Leute es hinbekommen, solche Filter auf die Beine zu stellen und solche Filter zu entwickeln. Das ist einfach nur heftig. So, ja, also haut's in die Kommentare, falls der Filter heute im Stream am Start sein soll. Oder lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht mache ich auch oben rechts eine Abstimmung rein. Ich hatte erstmal überlegt gehabt, heute wieder mit dem Eierfilter anzukommen. Nicht nur im Stream, sondern jetzt auch hier im Video. Aber ich habe euch ja gesagt, es wird so zur täglichen Entscheidungsrunde hier und da mal. Ob jetzt Filter XY verwendet werden soll im Stream oder nicht. Deswegen haut's raus. Schreiben Sie es mir. Dankeschön, Mann. Wunderbar. Ja, jetzt gerade hier eine wunderschöne Runde. Selbstredend. Scharfschützengefecht, weil ich mir dachte, komm, Solo vs. Duo muss ich auf jeden Fall ehrenlos gegönnt werden. Ach ja, diese Filter sind einfach nur bescheuert, aber. Ich habe ja gehört, dass da die ganzen Kids darauf stehen. Baue ich das mal ein. Und es scheint ja auch bei euch sehr gut anzukommen. Deswegen bestärkt das auch mein Argument. Von wegen Filter benutzen und so. Und ich habe da auch so einen ziemlich wunden Punkt getroffen, da das Ganze ja wohl auch auf YouTube relativ einzigartig ist. Mit den Filtern und so weiter. Aber gut. Warum muss ich ständig hier über die Filter unterhalten? Ich habe ja auch gerade eben vom Stream gesprochen und so, ne? Und da gibt es auch nochmal ein paar Sachen zu vertellern, die euch brennend interessieren. So wie ein hässliches Gehirn. Was auch immer daran brennen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, heute ist es soweit. Ihr habt davon wahrscheinlich alle gehört. Oder was heißt gehört? Das ist ja nicht so, als ist das so eine Neuigkeit oder so. Das ist ja Standard. Heute wird so gegen 17 Uhr ungefähr ein Stream starten, in dem ich mit euch die Woche 6 Challenges machen werde. Heute kommt Woche 6 raus, gegen 15 Uhr. Zeit, um das Ganze zu starten, habe ich allerdings erst um knapp 16, 17, 18 Uhr. Kommt drauf an, wann ich nach Hause komme, weil ich werde heute noch in der Stadt sein, mir die Haare schneiden, da das Ganze dringend nötig ist, wie ihr sehen könnt. Ja, ja, das ist, muss wieder gemacht werden. Gehe heute wieder zu meinem Ehrenbruder Ali und sag: Hey Bruder, Seiten auf Null. Hamdullah. Und da macht er mir das auch. Weil er ein Ehrenbruder ist. Wie ich gerade eben auch schon gesagt habe. Ich denke mal, ich werd nach Krefeld gehen. Denn da gibt es wirklich einen sehr guten Friseur. Und da lassen wir dann die Seiten auf Null machen. Annähernd auf Null. Auf knapp 4 mm oder so. Oder 3 mm. Ich werde die Frisur so ein bisschen kürzen. So. Jetzt habe ich es gesagt. Und nachdem die dann gekürzt worden sind, geht es mir wieder gut. Und dann fahre ich zurück nach Hause. Ich habe so, keine Ahnung. Gibt es hier Leute, die in Mülheim an der Ruhr wohnen und mir einen guten Friseur empfehlen können? Einen richtig guten Friseur. Weil jedes Mal nach Krefeld zu fahren, um mir die Haare zu schneiden, ist auch so ein bisschen
ich will nicht sagen umständlich, aber es kostet halt verdammt viel Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ja. Falls es hier Leute gibt, die in Mülheim an der Ruhr wohnen, haut mal kurz raus, bitte, ob ihr einen sehr guten Friseur kennt, der sich so mit Undercut und so auskennt. Ich habe so das Gefühl, diese Allmann-Friseure, diese deutschen Friseure, die wissen von solchen Frisuren nicht. Die sagen, was? Undercut? Du meinst Topfschnitt? Nein, ich meine Undercut. Ach so, du meinst hier das Neue, oder? Ja, wenn man das so als neu bezeichnen will, kann man das so nennen. Du miese Sau. Und dann am Ende machen die mir keinen Undercut, sondern die machen mir eine Glatze. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen halte ich von solchen Allmann-Friseuren in der Regel nichts. Und hab doch immer so ein bisschen Abstand von. Weil ich mir halt nicht vorstellen kann, dass diese ganzen 60-jährigen Giselas wissen, was ein Undercut ist. Also, empfiehlt mir bitte einen guten Friseur, falls ihr einen kennt, hier in meiner Town, in Mülheim an der Ruhr. Guten Damen. Ja, ich finde so. Der Friseur in Mülheim, zu dem ich immer gehe, in Krefeld, zu dem ich immer gehe, ich finde, der ist sein Geld wert, dass man da hinfährt, aber das verbraucht halt Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Es verbraucht halt arschviel Zeit. Es ist viel Bahnfahrt, es ist viel Wartezeit für die Bahn und so. Deswegen, ja. Bin ich eigentlich der Meinung, da sollte es Besseres geben. Und also auch mindestens genauso Gutes in Mülheim und so und im Umfeld. Also hauen Sie heraus. So. Aber ja, heute knapp 17, 18 Uhr ungefähr. Der Woche 6 Challenge Stream. Ich bin mal gespannt, wie lange ich dafür brauche. Ich habe auch schon das Bild für Woche 6 gefunden. Ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen. Ich hoffe, ich werde hier nicht weggesniped oder so. Scheiße, Bruder. Und zwar, das ist der Ladescreen für Woche 6. Ich kann mir jetzt nicht so genau. Ach so, das ist ja wahrscheinlich wieder hier bei Sunny Steps, ne? Warum sind eigentlich die ganzen Banner und Battle Pass Sterne bei Sunny Steps und Umgebung? Ich habe das Gefühl, dass irgendwie in letzter Zeit alle möglichen Battle Pass Sterne und Banner hier in diesem Umfeld waren. Und nirgendwo sonst auf der Karte. So, als ob man damit sagen möchte, hey, Bruder, vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, aber es gibt Sunny Steps. Das ist ein neuer Ort. Es gibt den Vulkan, meine Freunde. Vielleicht habt ihr ihn die ganze Zeit übersehen. Geht mal dahin, da gibt's Battle Pass Sterne und Battle Pass Banner zum Umfallen. Also ich weiß nicht so ganz genau, warum man die ganzen Battle Pass Banner und Sterne auf die neuen Gebiete verlagert. Ich kann es zwar ein bisschen verstehen, weil es sind neue Gebiete, aber ausschließlich da? Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja eine Frechheit. Bolingos. Mois. Oh, Trampolin, geil. Direkt mal benutzen, die heilige Sau. Nice. Nice Sniper. Aber ich habe die Schwere, die reicht mir. Ich glaube, da oben ist. Ja, da oben ist ein Gegner. Okay, alles klar. Aber erstmal schnell in die Zone hineingehen. So, und dann fragen sich bestimmt einige: Hey Kai, wie sieht's denn aus? Custom Games und so. Hast du doch bestimmt Bock drauf? Eigentlich ja. Das Ding ist aber, ich weiß nicht so ganz genau, also das Ding ist, Custom Games hat heute nicht die höchste Priorität. Die höchste Priorität ist, dass wir heute die Woche 6 Challenges schaffen. Und, komm heran. Scheiße, Bruder! Er hätte treffen müssen. Ein Sirius. Yeah. Okay. Nee, aber das Ding ist so, die Wochen-Challenges haben höchste Priorität. Und danach können wir gerne hier Custom Games machen, aber jetzt erstmal geht es mir darum. Oh, ich habe Angst. Sirius. Jetzt gerade geht es mir halt erstmal darum, primär, dass wir heute die Challenges. Oh.
dass wir die Challenges schaffen, wisst ihr? Die Challenges und danach kann man sich gerne umgucken wegen Custom Games. Also erstmal die Wochen-Challenges und wenn das geschafft ist, machen wir die Custom Games, wenn ihr darauf Bock habt. Okay. Ich glaube, ich sollte mich mal auf so einem Baum verstecken. Ja, Sirius! Wo ist der? Ist der jetzt auf dem Baum gelandet? Mois! Mois! Ein Freund! Nein! Ich habe das Gefühl, das Jagdgewehr braucht länger zum Nachladen. Kann das? Nein! Nein! Das war doch ein Hit! Oioi! Wie ich sie... wie ich sie gerade alle platt mache, Brudinius. Hashtag... Oh, fuck. Hashtag Bruts. Schnell in die Zone. Du heilige Scheiße. Oi. Und ich weiß halt nicht, wie lange wir für die Wochen-Challenges brauchen. Das ist halt auch so das Ding, ne? Es könnte halt sein, dass wir für die Wochen-Challenges wieder 3 Stunden brauchen. Ich habe keinen Bock mehr. Es könnte aber auch sein, dass wir für die Wochen-Challenges 1 Stunde bis 2 brauchen. Und ich sag, hey Bruder, komm, let's go. Wir ballern uns jetzt Custom Games rein. Also bitte, das habe ich ja schon in den letzten Streams gesagt, aber bitte fragt nicht immer wegen Custom Games. Wenn es im Titel steht, kommt es auch irgendwann. Aber jetzt erstmal so an sich. Erstmal die Wochen-Challenges klären. Das ist so das Wichtigste erstmal. Also wenn ihr in den Stream reinkommt und ihr seht, ich mache die Wochen-Challenges, dann fragt bitte nicht, wie sieht's aus mit Custom Games. Wenn im Titel steht Custom Games, machen wir Custom Games. Die Frage ist halt wann und das kann ich euch auch nicht beantworten. Weil ich halt eben noch nicht weiß, wie lange ich für die Wochen-Challenges brauche. Ich weiß ja auch gerade zu diesem Zeitpunkt gar nicht, wie viele oder was es noch so an Wochen-Challenges gibt für Woche 6. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Vielleicht irgendwie öffne 7 Truhen in Sunny Steps oder so ein Scheiß und da brauchst du halt 10 Jahre für, weil... naja. Da fliegen 1000 Leute hin. Allerdings können wir auch mit den aktiven Ehrenmännern im Discord-Chat so ein bisschen das Ganze kombinieren, dass wir Custom Games für die Wochen-Challenges nutzen. Prinzipiell. Oder generell, dass wir die Wochen-Challenges in den Custom Games machen. Das überlege ich mir noch. Also wenn ich wirklich sehe, Alter, diese Challenges, uff, ich krieg die nicht alleine hin, würde ich das Ganze dann mit euch zusammen machen. Aber hauen Sie mal raus, was Sie von der Idee halten tut. Junge, Alter, diese 3 Kills gerade eben, das war noch aber auch irgendwie alles Hashtag Bruts, oder? Joi. Okay, hier flattert gerade irgendwo eine Fledermaus rum. Kommen sie heran. Es leben noch 4 Gegner, Alter. Es leben noch 4 Gegner. Und ich denke, da sind noch einige Solos dabei. Kommen sie heran. Los, Brudinius. Ich denke, da sind auf jeden Fall einige Solos mit dabei. Da hinten ist doch irgendwo einer. Ich darf mich jetzt aber nicht so darauf fokussieren, ihn abzuschießen, weil nachher werde ich noch gekillt. Da habe ich keinen Bock drauf. Es leben noch 3 Gegner. Ach, da ist ja der erste. Mois! Das war ein Hit! Ja! Ja! Kommen Sie heran! Mein alter Brudinius-Brudes! Allol!
Alter, solche Gönjamins gerade am Start, oder was? Mh, das schmeckt. Junge. Ich mach die ja gerade alle kaputt. So, die letzten beiden könnten natürlich Duo sein. Das wäre eins kleines Problem. Ja, das sieht mir sehr stark nach Duo aus. Ich bin mir allerdings nicht so ganz sicher. Kommen Sie heran. Ich weiß noch nicht, wo der andere ist. Ach so, das ist der letzte. Das ist der letzte. Ja, komm ran jetzt. Wo ist bitte der andere? Warum ist der gestorben? Hä? Okay, er wollte gerade nicht zielen. Brutz. Ja, der gönnt sich gerade beim Vulkan übelste heiße Luft, oder was? Komm schon jetzt! Bruder! Gönn mir! Aber wenn ich wüsste, wo der ist, jetzt versteckt er sich wahrscheinlich. Aber wo ist bitte der zweite Gegner hin, als wir in den letzten, unter den letzten drei waren? Sirius. Ah, der versteckt sich doch locker auf einem Baum. Der ist doch locker auf einem Baum. Ich habe eben seinen Gleiter gehört. Da. Kommen Sie heran. Sirius! Ich hoffe, er hat die Waffe aufgeladen. Ah, natürlich nicht. Bruder, ich will auch langsam mal das Video beenden. Hallo? Komm, 1 gegen 1 jetzt. Ach, komm schon, Mann! Du bist so eine Sau! Weiß genau, dass du verlierst. Miststück. Komm jetzt heran, du miese Sau! Er ist auf dem Baum. Ich wusste es! Ich wusste es, er ist auf dem Baum drauf! Nein! Das wollte ich nicht! Scheiße, Bruder. Ich hoffe, er hat keinen Hängegleiter. Das wäre natürlich ein bisschen kritisch. Aber er hat auch eine schwere scharfschützische Schwäche. Er hat eins. Nein! Ja! Nein! 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 Scheiße! Ah, das war's. Uff! Ah, das war so klar, ey. Es war so klar. Kannst du nichts gegen machen. Kannst du nichts gegen machen, ne? Aber, naja. Haut rein. Ciao.